Die Speise, die wir jetzt kochen, ist eine Mischung aus modernen Zubereitungsweisen der Molekularküche und Rezepten, die uns aus dem Mittelalter überliefert sind. Der erste Schritt ist, dass wir für das Holundermus die Holundermilch vorbereiten. Das ist ein Auszug von getrockneten Holunderblüten in einer aufgekochten Milch. Das muss eine gewisse Zeit ziehen, das kann man ruhig über Nacht stehen lassen. Wir haben 30 Gramm Holunderblüten. Für die brauchen wir 500 Milliliter Milch. Für den Holunderblütenauszug werden die Holunderblüten in die aufgekochte Milch eingerührt. Wir haben als eine Zutat eine Holundermilch, die in einem weiteren Schritt abgeseiht werden muss. Pfirsichspalten, Kardamom und als molekulare Zutaten haben wir die pflanzliche Gelatine und das Zitronenalbedo. Ja, bei den molekularen Zutaten muss man sagen, das Albedo dient bei uns jetzt da als Verdicker und die pflanzliche Gelatine als Überbegriff ist zum Beispiel Carrageen drin, das sind Hydrokolloide, die auch einfach sozusagen dem Produkt eine gewisse Dicke verleihen und eine gewisse Textur. Die Holundermilch wird jetzt abgeseiht. Wir brauchen dann starken halben Liter Flüssigkeit. Auf der einen Seite das Holundermus, das ist die aufgeschäumte Holundermilch. Auf der anderen Seite das Pfirsichgel, dafür haben wir die Pfirsiche und die pflanzliche Gelatine. Und würzen tun wir das mit ein bisschen am Kardamom, dass da ein leichter, fremdartiger, typisch, naja, typisch vielleicht nicht, aber mittelalterlicher Geschmack dazu kommt. Das Holundermus, das wird dann noch mit ein bisschen Zucker gewürzt. Und dann können wir das Albedo und die Milch schon miteinander verquirlen. Der nächste Schritt ist, dass wir die mit dem Albedo vermixte Holundermilch in die Easy-Flasche füllen. Das Pfirsichgel. Drüber kommt dann das Holundermus. Und das Ganze wird mit einem Löffel Biskuit garniert.